Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wir reißen die Wand ein. Schöner Wohn, Einsatz in einer Wand. Nein, wir stehen hier immer noch an der Wand, wo wir runtergefallen sind. Und eigentlich spielen wir, beziehungsweise zocken wir Skyrim zusammen mit Lydia. Und wir sind hier in Windhelm. Wir beginnen mal unsere zweite Folge. In der letzten Folge haben wir schon ein bisschen was entdeckt hier. Aber aktuell ist alles zu, deswegen würde ich einfach mal sagen, wir gehen jetzt hier in die Herberge. Und hören uns da einfach mal ein bisschen um, ob man uns da ein bisschen was erzählen kann. Haus Kerzenschein. Und gegebenenfalls können wir uns da ja auch mal ein Bett gönnen. Nicht irgendwo wieder irgendwo in der... Nicht irgendwo. Ach je. Nicht irgendwo wieder hinstellen und da warten. Nein, wir legen uns da schon in ein Bett. So ein Bett ist doch viel bequemer. So, hier ist natürlich auch tote Hose. Ach, du hast die andere Tür genommen, natürlich. Hallo? Du bist zu weit weg, ich komme mal rum. Ihr seid hier in Haus Kerzenschein. Das große Zimmer ist oben und im Erdgeschoss gibt es ein Bett, das ihr mieten könnt. Wenn ihr Lust auf einen kleinen Bissen habt, hätte ich frisch gebackenes Brot und guten Käse anzubieten. Nö, ja, du stehst im Weg. So. Jede Nacht gehe ich in den grauen Bezirk. Halt die Fresse. Wie kann Elda die Dunkelelfen hassen, wenn sie so wenig über sie weiß? Ach, herrje. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob... Das habt ihr nicht von mir, aber wenn ihr etwas Richtiges zu trinken haben wollt, dann geht in den Club im grauen Bezirk. Entschuldigung. Wusstet ihr, dass die Kerze auf dem Sims seit über 100 Jahren nicht ausgegangen ist? Verrückt. Ach, deswegen heißt es Kerze. Sorry, ich hatte... ein Held nach Kriegerherzen fragt. Jetzt kann die auch noch singen. Wahrlich, wahrlich, und er wacht auf. Nils. Naht. Ja, wir sind das Drachenblut. Ich heiße Nils. Das steht da. Ich bin der Koch, oben im Haus Kerzenschein. Ja, wir sind im Haus Kerzenschein. Die Feinde von Himmelsrand finden ihr Ende. Weh euch, weh. Ich kann gar nicht glauben, dass Isabella fort ist. Sie war so ein hilfsbereites Mädchen. Es lebt die Legende. Für wahr, das Drachenblut ist da. Ja, hier. Hier, meine Süße, ich bin hier. Kapitän Einsamsturm. Die Stadtbewohner nennen mich Kapitän, weil ich früher ein Seemann war. Ich habe meine Familie schon vor Jahren verloren. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie ich das durchgestanden habe. Die Leute reden über Morde. Ja, wirklich eine Schande. Anscheinend treibt sich hier in Windhelm ein Mörder herum. Meines Wissens nach hat er bisher 3 Opfer gefordert. Doch vielleicht gibt es noch mehr, die noch nicht gefunden worden sind. Und alles hübsche junge Fräulein. Hoffentlich erwischen die Wachen diesen Wahnsinnigen bald und machen ihn mit der Henkersaxt bekannt. Wäre angebracht. Was für ein Kapitän seid ihr denn? Nun, eigentlich bin ich gar keiner. Zumindest jetzt nicht mehr. Die Leute nennen mich so wegen dem, was ich früher gemacht habe. Ich bin viele Jahre lang zur See gefahren. Ich habe mir mein Geld als Händler verdient und mir dann ein eigenes Schiff gekauft. Als ich mich hier in Windhelm zur Ruhe gesetzt habe, kannten mich die meisten als Kapitän Einsamsturm. Und der Name ist dann hängen geblieben. Aha, erzähl weiter. Ich höre dir zu. Was gibt es in der Stadt zu tun? Wenn euch langweilig ist, könnt ihr Calixto ein paar Septime geben und die neuesten Kuriositäten bestaunen, die er aufgetrieben hat. Wenn ihr Waren benötigt, die gibt's auf dem Markt. Wollt ihr ein weiches Bett und eine warme Mahlzeit, dann ist Haus Kerzenschein was für euch. Ja, das ist mir gerade. Günstige Winde und ruhige See. Jetzt haben wir noch hier Luafin? Ja? Was macht ihr hier in der Gegend? Ich bin Bade, ausgebildet an der Badenakademie in Einsamkeit. Wanderer wie ihr sollten in Betracht ziehen, sich dort zu bewerben. Okay. Also gut. Dann haben wir noch den Kumpel hier hinten. Grüße. Wenn ihr einen Söldner sucht, habt ihr ihn gefunden. In ganz Himmelsrand werdet ihr keinen stärkeren Schwertkämpfer anheuern können. Wir haben Lüge. Auf den Straßen von lieber. Himmelsrand ist man besser nicht allein unterwegs. Ich kann gar nicht glauben, dass Isabella fort ist. Ich bin von Beruf Schriftsteller. Nicht, dass die Leute in Himmelsrand viel lesen würden. Was schreibt ihr denn? Ich schreibe Dramen, mein Freund.
die Legenden und die Geschichte von Himmelsrand als spannende Anregung. Der arme Girogemann in der Bardenakademie wartet nun schon seit Wochen auf mein letztes Werk namens Olaf und der Drache. Auf den Straßen herrscht das Chaos. Du weißt schon, dass du immer wieder dieselbe Zeile schreibst. Also, du überschreibst dich immer wieder selber. Ergibt das wirklich Sinn? Du hast so ein schönes, großes, weißes Blatt. Nutze doch die ganze Fläche. Nicht immer wieder dieselbe Zeile. Ich werde das Buch für euch überbringen. Was für eine Schande. Das ist es in der Tat. Möget ihr euch in den Seiten eines guten Buchs verlieren. Was kann denn das Tolle sein, wenn... Die Welt braucht Heldengeschichten mehr als je zuvor. Na, Susanna, ich falle dir in die Arme. Interessant. So, jetzt aber hier mal, jetzt aber Schluss hier. Jetzt gut. Hier ist noch eine Tür. Hallo, immer da. Nein. So, komm, wir mieten uns einfach jetzt mal ein Zimmer. Wie viel kostet's denn? Wenn ihr Lust auf einen kleinen Bissen habt, hätte ich frisch gebackenes Brot und werft einen Blick darauf. Ja, mach mal auch. Hast du Zutaten? Ja, du hast Zutaten, Salz. Salz ist immer gut. Können wir dir irgendwas verkaufen? Schlafbaumsaft. Skoma. Brauchst du Skoma? Ja, kriegst du 4. Und jetzt hätten wir gern Zimmer. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Juhu! Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Wer mein Zimmer, Lydia? Ich gehöre zur Besatzung der Nordwind. Wir ankern gerade eine Weile drüben in Windhelm. Lydia, stress dich nicht. Was ist hier schon wieder los? Das ist mir gerade alles zu hektisch. Lydia rennt los, sie geht die Treppe hoch und kommt sie dann doch wieder runter. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Okidoki. Das gehen. Haben wir Pac-Man hier? Nö. Das ist unser Zimmer und wir dürfen das nicht mal nehmen. Jetzt geh doch! Ich will schlafen. Hallo, das ist unser Zimmer. Tschüss. So. So. Legen wir uns jetzt mal schlafen. Und wenn es nur für 3 Stunden ist. So. Du erwachst und bist gut ausgeruht. Wo ist denn Susanna? Da möchte ich noch Tschüss sagen. Tschüss, meine Beste. Geht ihr jetzt alle nach Hause, oder was? Thorsten Grausam mehr. Mir gehört der Frostdistelhof außerhalb der Stadt. Ehrliche Arbeit, wenn auch ein bisschen. Ja, ja. Erzähl ruhig weiter, aber nicht mir. So, jetzt müssten doch die Läden jetzt mal alle offen haben und die anderen Häuser, dass wir uns da noch ein bisschen weiter umgucken können. Zum Jahr kommen wir schon noch. So. Die Grausammeerfamilie besteht seit Generationen aus Seeleuten. Och, gucke schon fleißig. Ich heiße Nils. Ich bin der Koch oben im Haus Kerzenschein. Ja, macht halt gerade Feuer. Also er macht nicht das Feuer, macht Holz fürs Feuer. Na egal, ihr wisst schon. Jenseits des Flusses im Nordosten liegt das Ingolhübegrab. Wohnbrechen, was? Weg von diesem verfluchten Ort, wenn ihr nicht in die Familie der lebenden Toten aufgenommen werden wollt. Was? Karte wurde aktualisiert. Da hinten. Okay. Alle sagen, Eol und Graumähne sei der beste Schmied in Himmelsrand. Ich habe vor, die Einstellung einiger Leute zu ändern. Was habt ihr zu verkaufen? Die besten Waffen und Rüstungen. Och. Aha, aha, aha. Wir bräuchten meine Bekleidung für Lydia. Aber ist jetzt nichts Überragendes dabei. Was könnten wir ihm denn mal anbieten, ja? Nicht wirklich viel. Wir haben nichts aufgenommen. Hier, komm. Das kannst du haben. Ob
wie eine Rüstung oder in Windhelm zu arbeiten ist großartig. So bekomme ich Ulfric ganz ab. Darf ich an die Werkbank? Ein Rat. Kauft keine heruntergesetzte Rüstung. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was ich hier machen kann. Aber die Eisenstiefel tragen wir gerade nicht, also, oder? So, jetzt haben wir das verbessert. Wir müssen ja sowas auch mal nutzen, ne? Doch, wir haben die jetzt an. Schön. Wir haben feine Eisenstiefel. So, hier haben wir noch einen größeren Marktplatz. Krieg ist alles andere als glorreich. Ich würde mehr reisen, aber wer will sich in diesen Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen? Orkische Pfeile. Machen deutlich mehr Schaden. Kleidung, Amulett, blaue Robe. Bücher, was hast du? Heilung, Heldenmut, Raserei, nö. Wie viele Dietriche haben wir denn? Nee, die ist zu teuer. Wir haben kaum Geld. Wir haben gerade mal 69 Gold. Hier, Amethyst. 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 Nur meine Axt kriegt ihr nicht. Wir setzen keine Illusionszauber ein. Da können wir mal hier das so zack. So, jetzt folgendes. Wo ist der Typ? Wo ist er? Wo ist er? Ich will kämpfen. Was haben wir denn noch? Lebensmittel? Mehr Lebensmittel? Kommt zu mir, wenn ihr irgendetwas braucht. Werft einen Blick drauf. Der hat auch Waffen? Du hast doch noch Fleisch vor deiner Nase. Oder seid ihr eigentlich alle ein... Habt ihr alle ein Inventar? So, der passt auf, dass ihr alles mit rechten Dingen zugeht. Ja, ich weiß, ihr mögt uns hier sehr. Wir sind hier willkommen. Ihr seid ja gar keine Rassisten. Ja, Nils, ich weiß. Ja, ist okay. Ja. Wer betet denn da? Meine Arbeit ist einfach. Und die Toten beschweren sich nicht so oft. Ja, das stimmt. Nicht so oft? Wann beschweren die sich denn? So, wo ist der Typ? Ich will diesen Typen jetzt verprügeln. Den Rolf. Den Rassisten Rolf. Seid auf der Hut. Der Schlechter könnte hinter jeder Ecke lauern. Ja, das hast du schon mal gesagt. Na. Ich war einer der besten Soldaten der Sturmmantelarmee, bis man mir ein Schwert durch die Brust gerammt hat. Wo ist denn jetzt der Rassisten Rolf? Satris gebraucht war. Na, schauen wir mal kurz rein, was wir da noch entdecken. Ich will in dieser Folge noch den Rassisten-Rolf verprügeln. Na komm. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Na, dann bin ich gespannt. Meine Waren sind alle rechtmäßig, was ich von manch anderen nicht sagen kann. Hier wurde nichts gestohlen, gar nichts. Was habt ihr zu verkaufen? Oh, etwas hiervon, etwas davon. Der hat ja auch wirklich alles. Aha. Kleidung. Oh, feine Kleidung, Mensch. Was hast du für Zutaten? Salz der Leere. Oh, 367. Trollfett. Was ist denn das hier für ein Ei? Oh, dafür gleich 29 Gold ausgeben? Weiß ja nicht. Der Bettlerprinz. Zufalls für Zauberbuch, Kerzenschein bringt uns alles nichts. Schriftrollen. Hier, kannst du haben.
Kannst du haben. Kannst du haben. Wir haben wieder Gold. Juhu, 857. Aber jetzt nur auf die Zutat. Wir wissen ja nicht, was... Schaut mal wieder vorbei. Ich möchte mein Glück mit jenen teilen, die es verdienen. Woher stammen eure Waren? Ich habe diese Sammlung mit allen Mitteln zusammengekratzt. Ich mache Geschäfte mit den Handelskarawanen und einige Gegenstände habe ich von Abenteurern wie euch erhalten. Einige unerschrockene Seelen haben mir sogar Objekte aus Morvunskar, die Festung südwestlich der Stadt, gebracht. Hier wurde nichts gestohlen, gar nichts. Natürlich ist hier nichts gestohlen. Nur ein nachlässiger, schändlicher, hirnverbrannter Idiot würde so dumm sein, Diebesgut zu kaufen. Bei Azura. Ich habe den schrecklichen Fehler begangen, einen Goldring zu kaufen. Und Viola Giordano vermisst einen Ring, der genauso aussieht. Ich könnte den Ring für euch zurückbringen. So ein Pech. Kann man wohl sagen. Tut mir aber nicht Wenn leid. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet... Ich entschuldige. Habt ihr irgendwo Rolf gesehen? Das wäre sehr cool. Der muss doch irgendwo sein. Ein bisschen beeilen. Ich will das jetzt in dieser Folge noch machen. Nee. Ich habe wirklich Mitleid mit dem Schmetterschild-Clan. Familienangehörige ermordet, der Kriegshammer der Familie gestohlen. Das ist alles wirklich nicht fair. Du warst nicht der Rassist drauf, ne? Tschüss. Komm, wir gucken mal ins Kerzenschein rein. Ins Haus Kerzenschein? Die ganze Zeit läuft er uns über den Weg. Die ganze Zeit hüpft er uns vor der Nase rum. Und jetzt, wo wir ihn suchen, wo wir ihn brauchen... Na, brauchen. Das ist ein falscher Ausdruck, aber... Rolf, hier bist du endlich. Jede Nacht gehe ich in den Grauen... Mir gefällt eure Einstellung nicht. Glaubt ihr, ich kann es mit euch nicht aufnehmen? 100 Septime und ich befördere euch dahin zurück, wo ihr hergekommen seid. Abgemacht. Nun gut, nur Fäuste und auch keine Magie. Los geht's. Ihr hättet nie herkommen sollen. Zack, zack, zack. Auf die Fresse, Rassisten Rolf. Du kannst, hier kriegst du noch eine rechts und eine links und eine da und hier und weiter und du und so und so. Hier kriegst du mal auf die Fresse, Rassisten Rolf. Du kleines Arschloch, ich hoffe, das ist dir eine Lehre. Werf den Schneebuckel zu Boden, na los. Zack. Oh, sie guckt uns zu. Bam, bam, bam. Das war kein fairer Schlag. Ihr habt verloren, gib mir mein Geld. Ja, hier. Das war kein fairer Schlag. Es ist schön, euch wiederzusehen, Freund. Nö. Du nennst mich Freund? Gib mir aus den Augen. Willst du mich verarschen oder was? Wir sind keine Freunde. Nein. Nein, 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 nein. Ich mache mich auf. Nicht machen, Lydia! Nicht machen! Lydia, steck das Schwert ein! Was habe ich gemacht? Nein! Verdammt! Fuck! Gott! Steckt eure Waffen weg und folgt uns! Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Ja. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ihr habt mich gefangen. Ich ergebe mich, bringt mich ins Gefängnis. Hier kriegst du 40 Goldstücke, es tut mir leid. Kluger Mann, jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Ich hab kein Diebesgut. Na, hier ist noch alles da. Sorry, das war dann doch ein kleines bisschen zu viel. Für eine arme alte Frau. Hab ich schon. Das war dann doch des Guten zu viel. Ich wollte jetzt nicht, dass das so eskaliert. Meine gute Lydia. Aber was heißt denn jetzt die Diebesgut?
Wir haben immer noch 917 Gold. Ich denke mal, dass hier noch alles Wichtige da ist. Zutaten haben wir noch einiges. Oh, sieht gut aus. Das war ja alles rechtmäßig, was wir erworben haben. Aber die 40 Goldstücke musste ich jetzt zahlen. Ich wollte mich doch nur noch mal prüfen. Der hat uns Freund genannt. Als wären wir Freund von Rassisten-Rolf. So weit kommt's noch. Ich will nur gucken, ob der jetzt hier irgendwo drinnen noch drinnen steht. Dann folgt der Idiot uns auch noch. Also wie blöd muss man eigentlich sein? Ja, hat sie die Sprache. Hast du ihm die Zunge rausgeschnitten? Das finde ich gut. Hallo? Wie kann Elda die Dunkelelfen hassen, wenn sie so wenig über sie weiß? Das habt ihr nicht von mir, aber wenn ihr etwas Richtiges zu trinken haben wollt, dann geht in den Club im Grauen Bezirk. Okay. So, okay. Das ist doch hier eigentlich jetzt, das ist doch unser. Das ist unser Bett. Das ist unser Zimmer. Das sind die Sachen, die da drin sind, gehören auch uns. Meine Meinung. Hoppala. Das sind immer noch Stufe 9. Wir müssen mal wieder irgendwie was, wir müssen mal eine Höhle erforschen oder sonst irgendwas. Dafür wäre es mal wieder Zeit. Punkt ist der, es zählt ja jetzt nicht wirklich zu unserer Aufgabe dazu. Seid auf der Hut. Ja, der Schlechter. Ja, ich weiß. Was können wir denn hier jetzt noch entdecken? Palast der Könige entdeckt. Ja, ich glaube, in der nächsten Folge sollten wir doch da mal reinschauen. Was können wir denn jetzt hier noch? Das ist ein anderer Bezirk. Okay. Lasst uns mal jetzt... Man sagt, Ulfric Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Hängemoos. Mit seiner Schneebäre. Er soll ihn einfach in Stücke geschrien haben. Ja, ja, er hat verschiedene Stücke aufgeführt. Weil er wusste jetzt nicht genau, mit welchem Stück er es schaffen würde. Und ja, irgendwann hat er es dann hinbekommen. Aber waren halt, wie gesagt, mehrere Stücke, die er da verursacht hat. Oh, cool. Ja, passt doch auf euch auf, oder? Immer. Dankeschön. Was ist denn Hängemoos? Ohne Moos nichts los. Aus Spaß probieren wir das jetzt mal. Hängemoos. Haben wir 6 Stück. Magika senken. Das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Ich mag den Hängemoos jetzt doch nicht mehr. Wer sind Sie? Ich habe vor einer Weile meine Zwillingsschwester verloren. Mein Beileid. Habt ihr schon jemanden verloren, der euch nahe stand? Ja, kurz. Danach haben wir es aber nicht gespeichert. Mein Vater sagt, wir müssten einfach unser Leben weiterleben. Als wäre das so einfach. Also man sieht jetzt eigentlich schon, dass das hier wohl das nobelste Viertel von allen ist. Schlüssel erforderlich, aha. Kommst du nur nirgendwo rein? Doch hier. Haus von Clan Grausammeer. Gehört Rolf nicht zu dem... Der Rassisten-Rolf gehört doch zu denen, oder nicht? Ich dachte. Ah ja. Da waren wir schon. Ah. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Braucht ihr etwas? Nö, gerade nicht, danke. Ich dachte aber, Kräuter. Wir gucken einfach... Nein, hä? Gerade... Menno, wir hätten die Chance nutzen müssen, ey, ehrlich. So ein Mist. Bergblume. Das ärgert mich jetzt. Naja. Können wir nicht machen. Hier haben wir noch mehr Bergblumen, ey. Bergblumen über Bergblumen. Bergblume. Ich dachte, wir finden jetzt hier einen Hintereingang. So. Vielleicht. Nee, okay. Auch nicht auf der Seite. Gut, gut, gut. Jetzt haben wir noch das noble Viertel entdeckt hier. Ganz vielen Vögeln.
Und ich würde auch sagen, dass wir hier an dieser Stelle diese Folge beenden. Und dann in Palast der Könige gehen wir dann in der nächsten Folge mal rein. Gucken wir mal, was wir da so alles erleben. Wem wir Neues kennenlernen, wem wir entdecken, etc. pp. Ihr wisst schon, das Übliche halt. Nur, ich glaube und hoffe nicht, also ich glaube nicht und ich hoffe auch nicht, dass wir da drin Rassisten-Rolf treffen. Der wird wahrscheinlich da weiter in dem Haus Kerzenschein jetzt seine Wunden lecken. Obwohl, lecken kann er gar nicht mehr. Er hat ja seine Zunge verloren. Hast du gut gemacht, Lydia. Dankeschön für deinen Einsatz und danke an euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei Skyrim.